Vier Monate später. Nach unserem Besuch hatten Flüchtlinge hier ihr Praktikum begonnen, in der Templiner Holzindustrie. Die Aufgabe, Leisten auf Bretter legen, Aushilfsarbeit. Die Hoffnung der Geschäftsführerin, neue Auszubildende finden. Ich bin im Grunde genommen wirklich enttäuscht. Wir haben zwei Praktikanten die Möglichkeit oder zwei Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben, ein Praktikum hier zu machen. Vielleicht fortführend in ein Arbeitsverhältnis. Beide haben nach kürzester Zeit abgebrochen, weil ihnen die Arbeit zu hart ist. Er ist einer von ihnen, Asif Mussini, Fußballer aus Afghanistan. Wir zeigen ihm, was die Geschäftsführerin uns gesagt hat. Fragen ihn, warum er schon nach einem Tag abgebrochen hat. 8 Stunden immer nur stehen, Leisten von einer auf die andere Seite legen, das bin ich nicht gewöhnt. Das war zu anstrengend für mich. Ich war sehr müde von der Arbeit und ich hatte keine Energie mehr fürs Training. Das wollte ich nicht.